Hey und hallo zu Sims 4 der Legacy Challenge mit Akiko, Jonah, Kevin, Misha, Anthony und Melinda und ja, es sind immer noch zu viele, obwohl schon wenigstens einer weg ist. Okay, also Kevin hat hier versucht zumindest anzufangen aufzuräumen und das würde ich ihm ja gleich mal weitermachen lassen. Es ist zwar früh um 5, so wenn er fertig aufgeräumt hat, dann können sie dann auch, und die anderen so langsam dann aufgewacht sind, dann können sie auch so langsam ausziehen. Denn also ich wollte, jetzt sind alle erwachsen, glaube ich, und das heißt, sie müssen alle Jobs anfangen, die haben keine Schulzeit mehr. Naja, sowas halt und so, okay. Gut, ich glaube, das sind alle jetzt ohne Arbeit, genau, Karriere einschlagen. Gut, und Melinda ist die Einzige, die noch zur Schule muss. Hausaufgaben nicht begonnen. Ganz große Klasse, die kann sie gleich noch irgendwie erledigen. Und guck mal. Ja, toll, das wollte ich jetzt auch nicht so. So, Hausaufgaben machen. Wird sie jetzt aufstehen? Ne, sie schläft fertig. Alles klar. Wo ist jetzt Kevin hin? Also Kevin räumt jetzt hier hinten auf. Das finde ich auch irgendwie komisch. Eigentlich räumt er gar nicht mehr. Warum macht er nichts? Gut, er freut sich zumindest über sein Geburtstag. Das Klo ist auch dreckig. So, dann tust du erstmal hier hinten. Wir machen Pfannkuchen fortsetzen. Aufräumen. Hier sieht es ja richtig lustig aus. Und was ist mit Akiko? Die muss bestimmt dann auch arbeiten heute. Und ja, müssen wir mal gucken, wie das alles so wird. Was ist jetzt? Muss er pinkeln oder was? Das ist ein bisschen blöd. Hunger hat er auch. So, mein Freund, dann darfst du jetzt verwenden und darfst es auch das Klo putzen. Gut, er ist der Einzige, der wach ist, also kann er die Sachen mal erledigen, so. Wo trägt er es hin? Er sollte nur aufräumen. Oh Mann, es ist so schlimm. Jetzt stellt das da ab und jetzt vergisst das schon, dass er eben aufs Klo sollte und okay, ist egal. Mach das mal. Und ich frage mich bloß, warum du jetzt hier einfach gesagt hast, du willst es hier. Ich finde das irgendwie komisch. Was ist denn hier eigentlich mit unserem Inventar los? Da sollten wir ja... Okay, wir haben hier nur das. Akiko, wo willst du hin? Gut, was essen oder weiß ich nicht. Keine Ahnung, gucken wir auch gleich mal. Ja, sieht so aus. Und bei dem Essen kannst du gleich mal gucken, bevor wir hier, gut, das legen wir mal weg, betet hier, dann kann man es nämlich noch hinterher benutzen. Alles klar, und dann kannst du das auch essen. So, ihr putzt Klo. Puh, ja. Ist ja richtig viel hier. Gucken wir mal, hier ist schon wieder was aufzuräumen. Und das nimmst du jetzt auch mal hier gleich aufräumen. Das ist ja der Teller, den wir schon Ewigkeiten mit uns rumtragen hier. Und schauen wir mal gleich. So, Akiko, wenn du das aufgegessen hast. Warte mal. Okay, dann würde ich sagen, hilfst du auch mal ein bisschen mit. Dann kannst du das aufräumen. Es ist 7 Uhr und sie muss sowieso dann bald irgendwie auf Arbeit. Mal gucken. So, was ist mit den anderen Kollegen? Die schlafen alle noch und sind auch ziemlich spät ins Bett gegangen. Gut, dann soll das so sein, dann ist es eben so. Was ist? Warum bist du angespannt? Von Gespenst geschockt? Okay, gut. Ich weiß nicht, wer es jetzt war, ob es immer noch Carrie war oder Alina oder irgendjemand. Ist jetzt hier die ganze Zeit hier rum. Aha, die Teller hast du auch schon mit weg. Das nimmst du mit? Gut. Ja, verstehe. Es wäre schon cool, wenn er hier mal ankommen würde. Jetzt rennt er wieder darum. Akiko muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. So, Jonah, ich habe gesehen, du musst hier in den Garten. Das ist auch von der Seite, ist es irgendwie doof. Aber hier hinten können wir mal gucken, irgendwie. Ja, vielleicht sollte er ja auch erstmal was essen. Was haben wir denn hier? Du kannst erstmal verdorbenes Essen aussortieren und dann gucken wir mal, was es so zu essen gibt. Und Akiko ist auch fertig und Akiko könnte mal hier
Aufräumen, ich weiß nicht, ob sie alles mitnimmt. Das ist so eine Sache, ne? Aufräumen. Jonah hat schon weggeräumt. Dann gucken wir mal hier öffnen. Was gibt's denn? Ein Stück nehmen. Und diese komischen Getränke da drin sind ja auch irgendwie mal wegzutun oder so. Mal gucken. Das benutzt ja alles gar keiner. Na, Kickster. Hier lassen wir Jonah gleich mal hier nochmal da drin kicken. Was haben wir denn hier? Wir haben auch nichts mehr da. Saft on the Rocks. Okay. Ja, das braucht doch keiner. Oh, Melinda muss in die Schule, ne? Okay, wir gehen mit arbeiten. Ich wollte hier noch ein bisschen aufräumen, aber was soll's. Und danach schicken wir die Jungs dann weg. So, Akiko ist zur Arbeit und wenn wir unseren Fall irgendwie mit Kollegen über Theorien zum Fall mit dem Polizeipräsidenten reden. Okay. Was ich gerne nochmal gucken würde, ist denn hier unser Fall nun abgeschlossen? Dann müsste es ja auch leer sein. Teenager und so weiter, männlich, bla, haben wir alles noch drinne und wieso eigentlich? Das verstehe ich nicht. Der Fall ist also doch noch nicht abgeschlossen. So, und da wecken wir doch die Verdachtsperson nochmal verhören hier, oder was ist mit dem hier? Verdächtigen durchsuchen und so weiter, Verdächtigen verhören. Er steht ja Gott sei Dank noch da und jetzt kommt auch die Polizeipräsidentin ein bisschen hier vor unsere Nase und da hätten wir die auch vielleicht mal anquatschen können. Hatte ich noch nie den Fall, der Tag war sonst immer abgeschlossen, wenn, also der Fall war abgeschlossen, wenn der Feierabend auch war. Und wie ist denn das? Können wir jetzt hier irgendwie Zelle und so weiter, neues Spiele und so weiter, verdächtigen? So, kick mal, jetzt haben wir das nämlich. Geständnis. Aha, sie hat das Geständnis nicht richtig bekommen, also muss das irgendwie noch. Dominik sieht entsetzt aus und dann. Okay, hätte ich nie gedacht. So, zählt als Verhören und sie kann ihn gleich wieder einsperren und dann haben wir nämlich den Fall abgeschlossen. Dann haben wir es nämlich erledigt und darum ging es nämlich irgendwie auch noch und dann hätten wir hier mal nämlich unsere Leistung auch. Sie ist irgendwie dreckig. Siehst du, Fall abgeschlossen. Wieder ein Krimineller weniger und so weiter und so fort und Juppie, Strafanzeige. Wen haben wir denn hier? Oh, das sieht mir ein bisschen nach Jessica aus und dann gehe ich mal hin und dann. Genau, stellt sich mal freundlich vor und kick mal, wie sie so ist. Sie ist ordentlich und sie ist eine Genießerin und jetzt kannst du gleich mal irgendwie. Die Strafanzeige aufnehmen. Ist hier nämlich irgendwie vorgesehen. Jetzt kommt schon wieder Dashi. Es gibt auch irgendwie Stammkunden hier, ne? Im Polizeirevier. Hallo. Oh, ich möchte ein Verbrechen melden. Ein kleiner Randalierer hat in der Nacht meine Mülltonne umgeworfen. Gut, hatten wir letztens schon und einen Fall zugewiesen bekommen mit Kollegen über Theorien zum Fall diskutieren. Also ich würde sagen, wir gehen als erstes mal zum Polizeipräsidenten und dann irgendwie mal unter die Dusche. Die Arme, die kriegt den Tag gar nicht so. So, mehr Auswahl. Okay, rede mal mit ihr. Aber nur kurz. Denn sie wird sowieso bloß rummaulen und dann gehst du gleich mal duschen. Eine dampfende Dusche. Okay, eine nachdenkliche Dusche. Da sind wir irgendwie inspiriert. Und inzwischen
Was ist mit ihr? Keine Ahnung. Okay, Notizbuch ist leer und dein Inventar. Analysiertes Beweismaterial, das kann hier raus. Und gucken wir nämlich mal, dass hier kein Durcheinander gibt. Zack. Was ist das? Ah, Tatortfoto. 4 Stück. Gut, haben wir doch noch alle gegriffen und das ist hier irgendwie nichts. Abendschein, wenn du so gerne Löcher in die Luft starrst, schmeiße ich dich einfach in eine Zelle. Dann hast du jede Menge Zeit dafür. Okay, okay, ey, beruhige dich. So, wollen wir gar nicht sehen weiter und Fall zugewiesen bekommen. Fall zugewiesen bekommen, ist ja wohl hier am Computer und hier ist nämlich einer frei und da gucken wir dann gleich mal. Eine Fallzuweisung erhalten. Okay, Melinda ist also doch noch auf der Schule angekommen und sie kann irgendwie nochmal Freundschaften schießen. Da wollte ich irgendwie, habe ich doch vergessen. Wieso ruft Ellen an? Okay, wir gucken mal. Hey Akiko, meinst du, ich könnte eurer Gruppe Dancing Queen beitreten? Ich weiß, sie ist exklusiv, aber ich würde total gut reinpassen. Nein, mit den Gruppen überlegen wir uns noch was anderes und für die Dancing Queen ist ja wahrscheinlich doch... Nein, Dancing Queen, das sind die drei Mädchen. Da kommt kein Kerl rein, also was soll das? So, hier. Okay, hier geht's jetzt soweit ganz gut. Und dann wollen wir mal gucken, wo bist du denn? Bist du am Computer angelangt? Sie ist inspiriert, aber das wird mit der Fallzuweisung nicht unbedingt was zu tun haben. Und danach kannst du nämlich mit irgendeinem Kollegen hier über den Fall diskutieren und das macht sich gut. Okay, dann bleibst du gleich da sitzen und dann Datenbank durchsuchen. Das wäre das hier. Ritchirachi geht bestimmt auch schnell. Okay, inzwischen dann können wir hier nochmal hier... mit Marco, was ist hier? Theorien zum Fall diskutieren. So, wenn du mit dem Marco nämlich fertig bist, gut, können wir uns hier mal eine Fallakte, müssen wir nämlich ohne anlegen, ansonsten können wir nämlich ja nicht zum Tatort reisen. Das muss irgendwie noch klar sein, du. Wer ist das hier? Weg. Marie. Marie ist die Assistentin und hier ist noch ihr Name Bart und wer... Ach, guck mal, hier ist Tanja schon wieder. Immer dieselben irgendwie. So. Das ist eine coole Karte. Was hast du hier gemacht? Patrouille, Tatortreisen. Eine Stunde trainieren soll sie auch und das machen wir sowieso, denn das bietet sich eigentlich mal an. Ich reise noch nicht zum Tatort. Irgendwie muss sie noch aufs Klo. So, du gehst mal aufs Klo und schmeißt hier nicht irgendwelche Müllsäcke weg oder so. Das ist nämlich auch egal, wir interessieren uns hier Müllsäcke. Und dann trainieren wir noch eine Stunde hier. Ausdauerlauf, Berglauf. Ein Berglauf. Da können wir danach immer noch zum
zum Tatort reisen und irgendwelche Bilder machen und so weiter und so fort. So, das Training auf Arbeit ist immer ganz gut. Da hat sie zumindest schon mal einen Teil weg, wenn sie auch nicht alles schafft hier. Naja, mal kicken, aber ich weiß nicht, wie weit bist du denn mit Fitness? Naja, kick mal, das ist nämlich hier Level 9. Und dann haben wir nämlich bald erledigt. Aber von der einen Stunde trainieren wird es halt nicht. Reicht nicht. 14 oder 15 Uhr, keine Ahnung, ob wir bis 16 Uhr trainieren müssen. Melinda ist nicht die erste und sicher auch nicht die letzte Dreierkandidatin. Während das Wochenende nicht. Was wäre das Wochenende nicht prima zum Lernen geeignet? Nee, absolut nicht. So, sie ist fertig und sie hat eine Stunde trainiert und ja, Schnecke, dann kannst du aufhören. Und dann gucken wir mal zu Hause, dass du noch ein bisschen. So, dann hören wir auf jetzt hier und dann reisen wir jetzt zum Tatort irgendwie. Wobei ich mit Akiko zum Tatort würde ich dann das nächste Mal irgendwie machen oder so. Keine Ahnung, das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Denn jetzt machen wir jetzt. Moment. So. Kontrolle auf Melinda. Gut, Melinda nimmt irgendwie ein Bad und die Hostelshilfe hat was erledigt und dann gucken wir mal kurz nach Jonah. Was ist hier? Akiko ist bei der Arbeit, ist doch okay. Ja, warum nicht? Und warum blinkt die Arbeitstasche bei Akiko? Ich habe keine Ahnung. Ich bin völlig. Oder sehen wir Akiko hier irgendwo? Denn dann wäre was schief gelaufen. Okay. Scheint aber nicht so zu sein. Und Jonah geht hier mal irgendwie alles ernten. Und Jonah kann überhaupt den Garten mal ein bisschen machen. Obwohl Melinda müsste das eigentlich auch machen. Und das finde ich mich auch wichtig, weil die dann irgendwie das übernehmen soll. Und du könntest mal bewässern und du könntest mal jäten, wenn das hier nämlich steht. Denn irgendwie müssen wir das in eine Reihe kriegen. Wo sind die? Diese komischen Fliegen halt gesehen, die kannst du nämlich auch wegmachen. Gegen Käfer einsprühen ist hier draußen. So, da hat Jonah nicht mehr ganz so viel zu tun, denn er wird unterstützt. Warum das hier? Das finde ich doof. So, Jonah. Hier kannst du ohne den Garten fliegen, was der Arbeitstag von Akiko endet in einer Stunde. Sie sollte, Quatsch, momentan Tätigkeit abschließen. Sie sollte ihre momentane Tätigkeit abschließen. Jeder Arbeitstag kann einmalig durch Klicken auf die Ereigniszeituhr verlängert werden. Nö, muss nicht sein. Ich weiß auch nicht, was sie abschließen soll, denn die hat nichts angefangen. So, Melinda ist hier beschäftigt im Garten und fängt jetzt an, hier irgendwie Gartenarbeit zu machen. Und die Jungs sind alle hier irgendwie vertreten oder zumindest ein großer Teil davon. Was ist hier drüben? Kevin ist hier drüben. Und Kevin kann schnell mal ein Essen kochen. Aber Akiko muss das. Quatsch, Akiko sei schon. Melinda muss das auch lernen. Ihr müsst jetzt so einiges machen. Das stört mich total, dass sie unten rumblinkt. Ich will mit ihr arbeiten. Naja, hat sie denn irgendein. Jetzt steht schon wieder alles voller Zeug in der Küche. Okay, Kevin macht das heute nochmal. Was hat er da? Kochen. Natürlich Grillkäse. Denn die brauchen wir. Das heißt, Telefon verpasst. Egal. So, ich hoffe, dass Akiko jetzt trotzdem irgendwann von der Arbeit kommt. Da ist sie nämlich schon. Sie ist gerade dran gedacht, verdient 702. Das ist überhaupt nicht viel. Und sie hat gute Arbeit geleistet. Ey, sie hat ihren Fall abgeschlossen. Was soll das? Arbeit verlassen. Sie darf nach Hause gehen. So, genug dergleichen. Was ist das hier? Trinken? Du musst nicht trinken. Du sollst Essen kochen. Naja.
Okay, wenn Akiko nach Hause kommt, kann sie. Warum kocht sie? Sie hat Hunger. Gut, ich bin jetzt völlig. Hat sie nicht aufgegessen? Dann isst du das heute auf. So, und was ist das hier? Torte. Kannst du ohne essen? Ist nämlich noch gut. Oder ist sie nicht mehr gut? Doch, ist noch gut. Torte essen, kannst du ohne essen. Und das hier kannst du mal wegräumen. Und hier hat irgendeiner vergessen, weiter zu kochen. Er ist beschämt. Warum? Irgendwas steht da drauf und er konnte es nicht lesen. Und du kannst den Grillkäse mal zu Ende machen, denn irgendwie stimmt hier was nicht. Was machen die anderen alle? Es sind jetzt Melinda soweit in ihrem Garten. Das sieht ja ganz gut aus. Und Jonah? Jonah hat vergessen, was er eigentlich tun sollte. Denn er sollte ja hier draußen irgendwie die Pflanzen noch. Hat er auch nicht. Die musst du noch weiterentwickeln. Hier die weiterentwickeln. Ah, jetzt geht er auch los. Im Garten pflegen, war doch gesagt worden, oder? So, Kevin ist jetzt, glaube ich, der Maßgebende. Wenn der fertig ist, dann ziehen die Jungs auch aus. Aber das scheint ja noch ein bisschen zu dauern. Irgendwie quatscht er mit seinem Teller und seiner Bratpfanne und wer weiß, was hier richtig passiert. Akiko räumt alles auf oder ist sie zumindest unterwegs? Sie sollte noch essen. Wo läuft sie rum? Okay. Sie ist jetzt praktisch mit ihrem Joghurt darüber gegangen. Kann keiner nachvollziehen. Was macht ihr? Tanzen. So, der Grillkäse ist, glaube ich, fertig. Und, gut, dann lassen wir den Grillkäse jetzt mal Grillkäse sein. Und, ich nehme mal das hier. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir in die Kommentare und lasst euch gut gehen. Tschüss.